Yay, jetzt geht's definitiv nach Wien. Weil letzten Freitag habe ich es ja total verkackt. Da war ich nicht ich. In meinen 44 Jahren habe ich noch nie einen Pass vergessen und letzten Freitag habe ich es geschafft, Carlas Pass zu Hause zu lassen. Endlich in Wien angekommen, sind wir direkt zum Naschmarkt gefahren, weil es ist 12 Uhr mittags und ich bin nicht ich, wenn ich Hunger habe. Im 2018 hat Carla Marco das erste Mal getroffen und da war sie 4. Ach Mann, und dieses Jahr wird sie im September schon 11. So, und falls ihr denkt, wir sind hier so influencermäßig unterwegs, wegen so einem gehypten Restaurant oder so, dann liegt ihr definitiv falsch. Wir haben uns für dieses Rest entschieden, weil Carla hier WC gelesen hat. Als wir die Karte bekommen haben, haben wir gecheckt, dass es ein orientalisches Restaurant ist. Wir wurden nicht enttäuscht. Und Google-Bewertung sagt 4,4. Kosten haben wir circa um die 60 Euro bezahlt für alles. Service ist schnell, Lokalstandard ist top, Ambiente ist voll chillig. Und auf der Toilette hast du noch einen kurzen Reminder. Don't forget to be awesome, darling. So, Zeit zum Einchecken im SO Vienna. Direkt bei der Schwedenbrücke. Ich finde die Lage sowas von top. Alles ist zu Fuß in ein paar Schritten erreichbar. Das Hotel und das Zimmer selbst ist eher, ich sag mal, kalt und steril gehalten. Also total Markus Stil. Er hat es ja auch ausgesucht und er hat ein Zimmer mit Blick zum Dom gebucht. Minibar geht aufs Haus. Große, helle Zimmer, viel Stauraum und ein wunderschöner Blick. Und das Bett und die Kissen sind super bequem. So, weiter geht's zum Prater. Ja, korrekt. Noch schnell ein Selfie machen. Vielleicht habt ihr bemerkt, dass wir nicht zu helle sind, weil Feierabend und U-Bahn fahren ist Horror. Dann haben wir uns so ein Ticket gekauft und sind wie die fetten Amerikaner-Touristen in so einem Zug gesessen und haben uns rumchauffieren lassen. Karussell fahren ist schon was Schönes, so. So Kindheit, Freiheit, in Love-Stimmung, also richtig romantisch, richtig schön. Das ist so schön und jedes Kind liebt Karussellfahren. Und ich als Mutter konnte natürlich die Karussellfahrt eigentlich gar nicht genießen, weil ich habe mir schon wieder Gedanken gemacht, hoffentlich reißt das Seil nicht und mein Kind schwebt davon und was soll ich dann tun? Aber nichts ist passiert, sie ist ja immer noch da. Im Prater muss man keinen Eintritt zahlen, aber bei jeder Bahn musst du pro Fahrt halt bezahlen. Und die sind so zwischen 4 Euro und 6 Euro. Es gibt Rollercoaster drin und draußen. Die haben auch ganz viele Bahnen, die dich zum Kotzen bringen. Da war ich drin. Diesen Ring, da gibt es auch auf jeder Kirmes. Ah, darf ich vorstellen, mein Lieblingsstand, Schokofrüchte. Bei Night sieht das Karussell schon richtig schön aus. Und so, ich sag mal Tschüss zu Wien, gute Nacht und bis morgen. Ich freue mich riesig auf das Frühstück. Guten Morgen, Stefansson. Let's go zum Frühstück. Hier das Loft, das Restaurant im Sofitel, die haben so eine coole Decke. Schaut euch das an. Und auch im Restaurant hat man den Blick auf den Stefansdom. Zum Frühstück hat es ein Buffet oder du kannst zusätzlich noch à la carte bestellen. Schaut euch diese Decke an. Ich bin verliebt in diese Decke. Also hier haben wir x verschiedene Variationen an Brot, auch Sauerteigbrot, wie ihr hier seht. Hier ist zu gesund. Gehen wir gleich weiter. Eier, gekochte Eier und dann gibt es Käse und Aufschnitt. Lachs gibt es auch dazu. Und noch ein Stand mit Würste und Leberkäse. Und dann gibt es noch einen Stand mit Früchte, Joghurt, Cereal. Und eine Saftbar gibt es auch. Und schaut mal, was ich hier gekostet habe. Spirulina-Saft. Das ist richtig, richtig gut. Habe ich zum ersten Mal gekostet. Und jetzt will ich unbedingt dieses Rezept haben. Ich will diesen Saft nachmachen. Hier noch mein Ei Benedikt, das ich à la carte bestellt habe. Und so haben wir unseren Tag in Wien verbracht. Und ich sag mal, danke fürs Zuschauen, Liken und Kommentieren und Folgen. Oh, mein Sofa sieht ja ganz schlimm aus, hä, Aria?